So, Shadow Knights versus die Kerbal Junior High. Ich bin gespannt, ob wir das hier schaffen werden. Erstmal natürlich gucken. Okay, ja, wie erwartet sind die von 40, also ich würde grob schätzen, dass die 43 sind. Wir können es schaffen. Ich versuche es einfach mal. Aber versprechen kann ich halt nichts. So, wir kriegen den Ball wahrscheinlich nicht, wenn schießt er irgendwo in der Walachei. Das ist natürlich unnötig gewesen. Danke, Shadow, dafür. Das war eine gute Gelegenheit gewesen. Ja, da habe ich mir fast gedacht. So, wir tackeln. Setzt irgendwas ein? Nein. So. Ach komm, geh weg. Ich glaube, der ist abseits, ne? Oh, ich versuch's, aber der kommt zu schnell. Damien hat den Ball. Wir holen uns den Ball jetzt. Das war kein Abseits. Das ist gut. So, dunkler Pfeil. Göttlicher Pfeil. Zack. Jetzt ist die Frage. Härteblock oder Konterschlag? Härteblock und... Nein. Das heißt... 1-0 für Shadow Knights. Sehr schön. Ich werde dann mal gleich mal gucken, was für ein Teamlevel tatsächlich die Shadow Knights haben. Shadow Knights, ja, alles klar. Die Zeus Junior High. Aber ich denke mal, die haben wahrscheinlich so ein Teamlevel von 40, 5, wenn nicht 50 oder noch höher. Wow. Kriegen wir den Ball noch? Das war abseits. Verdammt. Schade. Das war schon eine schöne Flanke. Wie Gretchen. Aber er knockt uns beide aus. So, ich probiere es einfach mit normaler Grätsche. Oh mein Gott, was ist das hier? Wieso stellen die sich hier bei? Warum stellen die sich hier im Weg? Das ist natürlich ungünstig. Das ist ungünstig. Ja, komm, Fluch. Wir müssen durch. Und Fluch passt eigentlich ganz gut zu ihm, deswegen... Och, das ist ja sehr, sehr hervorragend. Passt sehr, sehr gut zu ihm. Zu Shadow. So, nochmal göttlicher Pfeil. Der Härteblock hat beim letzten Mal nicht geholfen und hilft jetzt auch nicht, auch während der heißen Phase nicht. Sehr schön. 2-0. Und Shadow ist eigentlich jetzt ausgelaugt. Deswegen schicken wir ihn jetzt mal nach hinten. So. Aber wir können noch grätschen. Oder Illusionsball kommt. Okay. 2 Tore in der ersten Halbzeit ist nicht schlecht für uns. Das heißt, in der nächsten Halbzeit
müssen wir auf den Konter, die Konterabwehr gefasst machen. Das ist halt die Frage, ob wir da eine Schusstechnik haben, die es eventuell damit aufnehmen kann. So, Cyclone. Eagle holt sich den Ball. Wieso? Das hasse ich auch immer. Ich will Gamer anspielen und dann kommt einer von den Stürmern so weit nach hinten, was nicht sein muss. So, Flammentänzer. Das ist echt manchmal echt nervig. Dann will ich genau passen und dann passiert immer sowas, dass da irgendwas schief geht. So, Kombischuss. Oder die stellen sich mitten im Weg. Das ist auch echt nervig bei den NPCs, also die KI manchmal. Noch mal Härteblock. Okay, ich bin damit zufrieden, weil Härteblock eigentlich nicht so stark ist eigentlich, so wie der Konterabwehr. Konterabwehr ist stärker als der Härteblock, aber mir soll's recht sein. Ich habe denn nichts gegen. Wir grätschen einfach mal, vielleicht kommt ein Mondsalto. Ja, kommt. Ist okay. Vielleicht noch ein Mondsalto. Ja. So. Doppelt. Ja, mach du mal ruhig. Braucht man deine TP. So, Erdbeben. Hält auf. Bam. Naja, da guckst du, ne? Da guckst du. Ja. Oh. So. Versuch mit Sturmgrätsche durchzukommen. Komm, das 4-0. Das holen wir uns jetzt. Und wir haben noch unsere heiße Phase. Die aktivieren wir jetzt. Und aktivieren wir eben den Galaxieschuss. Das sollte hoffentlich ein Schuss sein, der die Konterabwehr besiegt. Aber der Torhüter macht gerade gar nichts. So, ein Tor brauchen wir noch. Wie gesagt, ich hätte nicht dran gedacht, dass wir das so weit schaffen. Gegen die Kirkwood. So, Buster, hol dir den Ball. Wir machen Schattenattacke. Oh, schöne Flanke. Das war perfekt. Und nochmal der Galaxieschuss. Das war gut. Das war so gut von dir. Oh, das war perfekt. So. Galaxieschuss again. Das muss das Tor sein. Da kommt Konterabwehr und... Aber wir kommen durch. Habe ich mir doch fast gedacht, dass der Galaxieschuss doch ziemlich gut ist. Und damit haben wir den S-Rang gegen Kirkwood direkt erreicht. Nice. Hervorragend. Hervorragend, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Damit haben wir das gewonnen. S-Rang ist erreicht. Gegen Zeus werden wir wahrscheinlich nicht bestehen. Wir können wahrscheinlich gewinnen, aber 5-0... gehe ich nicht davon aus. Deswegen gucke ich mal, welche Mannschaft wir als nächstes gegenübertreten können. Es bleiben ja nur zwei andere übrig.
Das heißt, wir gehen mal zu Sunnys oder Raymond, Sunny Raymonds Fußballtour und schauen uns mal die Mannschaften an. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel.